Bei typischem Hamburger Wetter kam das Volleyballteam Arubis mit der Fähre zum Pressetermin. Nach einer kurzen Begrüßung ging es sofort ins Hotel La Vela zur Pressekonferenz. Dort wurde die neue Mannschaft vorgestellt sowie über die sportliche Entwicklung und die Ziele des VTA gesprochen. Für Präsident Horst Lüders wäre das Pokalfinale ein Traum. In der Liga dagegen versucht man ähnlich wie in der letzten Saison abzuschneiden und erklärt Letztere für abgehakt. Ich möchte auf die Saison nicht mehr zurückblicken. Es war keine überragende Saison. Es sind viel auf und ab gewesen und wir sind eigentlich gar nicht so richtig zur Ruhe gekommen. Sportlichen Höhepunkten wie ein Sieg gegen den damaligen Spitzenreiter Dresden oder das Erreichen des Halbfinals im Challenge Cup stehen einige sportliche Tiefpunkte entgegen. Dazu gehören das Frühjahr aus dem Pokal, die Trainerentlassung Stalins sowie das verfehlte Erreichen der direkten Playoff-Teilnahme. Angst vor erneuten Startschwierigkeiten hat man in Hamburg jedoch nicht. Nee, also ich denke, es ist eine komplett neue Saison, wir haben eine neue Mannschaft, die Liga hat sich auch verändert und es ist ein komplett neuer Start. Ich denke sowieso ungern zurück, denn ich denke so, wir haben eine neue Mannschaft, wir haben neue Spielerinnen in der Mannschaft, es beginnt ganz neu. Wir haben eine neue Situation. Also wir haben eigentlich keine gemeinsame Geschichte jetzt hier als Mannschaft, sondern schreiben eine neue. Und diese beginnt mit einem neu zusammengestellten Team. Hier einmal alle Spielerinnen kurz im Überblick. Isabella Schliwa ist die neue Libera im Team. Sie kam vom polnischen Erstligisten PSPS Chemik Police und überzeugt durch viel Einsatz und außergewöhnlichen Rettungsaktionen. Eva Michalski ist seit 2009 im Verein. Die Mittelblockerin überragt durch ihre Sprunghöhe und ist als Linkshänderin nur schwer auszurechnen. Annika Brinkmann kommt vom Zweitligisten VfL Eute und gilt über außen als Vollstreckerin. Außerdem gefährlich sind ihre Sprungaufschläge. Nina Brahe kommt aus der zweiten Mannschaft des VTA. Die Diagonalspielerin ist bekannt für ihren Einsatz und Ehrgeiz. Sarah Emmerman geht in ihre zweite Saison mit Arubis. Als Außenangreiferin sicherte sie dem Team bereits letztes Jahr viele Punkte und sticht mit ihrem Kampfgeist hervor. Alyssa Valentine ist die neue erste Zuspielerin. Sie kommt aus den USA und übt das Krafttraining. Riikka Tiilikainen ist die erste Finnin beim VTA. Trotz ihrer 22 Jahre hat sie bereits viel Erfahrung und überzeugt, unter anderem bei der Annahme. Flore Gravestein soll eine weitere Waffe über außen werden. Sie kommt vom belgischen Meister DK Gent und überzeugt auch im Block und bei der Annahme. Moana Behrens ist die zweite Aufsteigerin. Sie kommt wie Brat vom VTA 2 und überzeugt als Libera mit starkem Abwehreinsatz. Imke Wedekind ist das Urgestein des VTA Rubis. Sie gilt als eine der besten Mittelblockerinnen Deutschlands. Sarah Wolnitzki ist die zweite Zuspielerin. Sie kommt aus Köln und überzeugt unter anderem mit starken Aufschlägen. Jennifer Petke ist die dritte Mittelblockerin im Bunde. Sie kam vom Zweitligisten aus Leverkusen und öffnet mit ihrem einbeinigen Abspringen neue Möglichkeiten im Angriff. Helmut von Soesten übernahm das Team zum Anfang des Jahres und wird auch in dieser Saison das VTA Rubis coachen. Der gebürtige Hamburger führte die Mannschaft in seiner ersten Amtszeit 2008 ins Pokalfinale. So far I think we have a pretty good team chemistry. I really like all of the girls and the entire team so far, which is really nice to be able to come over here and, you know, I'm already by myself, you know, with a bunch of unfamiliar territory, and to have a bunch of people that I'm really comfortable with has been really nice. So I think our team will work pretty well together this year. We work really hard and I'm excited to see how well we do this year. Im gesamten Verein wird jetzt intensiv ein Strategiewechsel betrieben. Der Schwerpunkt soll nun auf die Ausbildung der Jugend gesetzt werden. Dies fängt schon bei den Grundschulkindern an, die teilweise von den Profis betreut werden. Bei den Erstligaspielerinnen ist die Vorbereitung im vollen Gange. Wurden in den vergangenen Wochen eher athletische Grundlagen gesetzt, wird nun vermehrt auf Spieltaktik und Angriff sowie Verteidigungssysteme gesetzt. Außerdem wird im Training nur noch Deutsch gesprochen, damit die Spielerinnen die Sprache schneller verstehen und lernen. I can say hello and goodbye. Tons of different ways. Hallo, guten Morgen, guten Tag. I've learned a couple different verbs, but I've started to understand a little bit of the volleyball terminology, like Zuspieler, which is what I am. Trainer von Soesten prophezeit in der kommenden Ligasaison ein breites Mittelfeld. Er sieht sein Team auf Augenhöhe mit Clubs wie Münster, Aachen oder Stuttgart. Ein Highlight in dieser Saison ist außerdem die erneute Teilnahme am Challenge Cup, das Arubis dieses Jahr erfolgreich mit dem dritten Platz abschloss. Es ist eine Riesenfreude, zumal der Verein das möglich gemacht hat, also auch in der schwierigen Situation zu sagen, wir wollen internationalen Volleyball weiterhin in dieser Halle haben. Wir wollen, dass das VTA Rubis Hamburg wirklich international den Namen, den wir uns jetzt aufgebaut haben, auch weiterhin
nach vorne trägt. Und ich bin Horst Lüders sehr dankbar, dass er sehr kurz entschlossen gesagt hat, wir machen das, wir haben zwar Probleme, aber wir werden das gemeinsam stemmen. Wir werden versuchen, Sponsoren aufzutreiben, die das ganze Gebilde hier noch weiter unterstützen. Und wir haben auch einige Spielerinnen bekommen, die aufgrund des Challenge Cups zu uns gekommen sind. Das darf man auch nicht vergessen. Mit einer neuen Mannschaft, neuem Teamgeist und Motivation will das Volleyballteam Arubis in der Liga für Überraschungen sorgen. Und die gute Laune geht auch mit Hamburger Schmuddelwetter nicht vorüber.